Herzlich willkommen zurück zu Koromon mit der Resu. Ich bin Resu und wir sollen zurück zum Campus. Aber zuerst einmal, nein, ich will nicht ins Koromon-Lager. Zuerst einmal will ich den Lux-Rückruf benutzen. Wir gehen noch einmal nach Hayville. Wir gehen noch einmal dahin, wo angeblich ich irgendwo was übersehen habe. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass ich was übersehen habe, weil ich nie Dinge übersehe. Aber nur für den Fall der Fälle schauen wir mal nach. Also, wir gehen hier rüber, wo wir die Blümchen haben. Jubafrucht geerntet, sehr schön. Wir pflanzen was ein, und zwar eine Jubafrucht. Und fast reif. Okay, angeblich ist das hier das Gewächshaus. Und hier habe ich angeblich Dinge übersehen. Ich wüsste nicht was, wie gesagt, ich übersehe nie Dinge. Hier haben wir eine Fiegfrucht, okay. Vielleicht ist die ja gemeint gewesen. Eine Dalifrucht erhöht Spezialangriff bei Gefahr, okay. Früchte können deinen Koromon einen Vorteil im Kampf geben. Außerdem sind sie sehr gesund. Hier, ich gebe dir ein paar. Okay, zwei Jubafrüchte, zwei Mullfrüchte, okay. Eine Bärfrucht, okay. Koromon sind schlau genug, ihre Frucht zu essen, wenn sie es brauchen. Also stelle sicher, dass du ihnen ein paar Früchte gibst. Ein paar? Man kann ihnen mehrere geben? Vielleicht meint sie, an mehrere verteilt. Oh. Achso, das ist nur eine Bärfrucht. Okay. Aber wir können immerhin hier noch eine Mullfrucht einpflanzen. Und eine Fruchtdrohne. Was ist eine Fruchtdrohne? Das klingt interessant. Da haben wir sie. Sammelt alle reifen Früchte in Velua mit einem Tastendruck. Cool. Wir haben 15 davon. Ich nehme an, man wird welche nachkaufen können. Okay, dann auf nach Luxolis Campus. Dann sollten wir wahrscheinlich mal ins Pokécenter gehen. Ja, unseren Leuten geht es nicht so ideal. Einmal heilen, bitte. Danke sehr. So, wie sieht unser Team gerade aus? Wir haben Flinky Bug hier immer noch bei und ich will gar nicht Flinky Bug bei haben. Schauen wir mal, wen wollen wir denn bei haben? Wir hatten hier Dune. Wir hatten Eiscafé. Ich meine, Eiscafé wäre jemand, den wir noch nicht entwickelt haben, ne? Ja, du kommst rein statt Flinky Bug. Bis dann, Flinky Bug. Wir sehen uns irgendwann bestimmt wieder. Du bekommst ein Item, nämlich. Moment. Okay, die Dinger sind angeblich hier. Das ist das Faulheitsjuwel. Aber Moment mal. Wer von euch hat das Richtige? Faulheitsjuwel nochmal. Goldklumpen. Oh, cool. Trägheitsjuwel. Okay, Yugi hat das. Gut, das heißt, wir wechseln das zu Yugi. Wunderbar. So, dann schauen wir uns mal an, was wir hier so zu erledigen haben. Na, da hinten sieht es aus, als würde dieser komische Wettkampf stattfinden. Entschuldige, hast du einen Fahrschein? Fahrschein. Eine Eintrittskarte. Ticket über kann man auch als Eintrittskarte übersetzen, liebe Übersetzer. Bitte melde dich zuerst an der Rezeption. Ja, okay. Willkommen auf dem Kampfgelände, wo neue Trainer ihre Kampffähigkeiten verbessern können. Eine neue Herausforderung startet bald. Trainer werden informiert, sobald mehr bekannt ist. Gib dein Bestes und greife nach den Sternen. Herzlich willkommen zur ersten jährlichen Luxole-Spiegel-Herausforderung. Anmeldung schließen bald. Anmeldung schließen bald. Für heute sind nur noch wenige Plätze frei. Wenn du hier bist, um an Wettkämpfen teilzunehmen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ja, okay. Wunderbar, lass mich dir einen Platz reservieren. Danke, wo muss ich hin? Gleich dort. Diese Stimme. Das ist doch
Der unverkennbare Airesu. Hi, Larry. Airesu, hast du dich auf die Herausforderung vorbereitet? Ich hoffe, du schaust jeden Morgen in den Spiegel. Man muss sein Äußeres gut pflegen. Aha. Und ich hoffe, dein Koromon ist gut vorbereitet gegen alle Strategien. Aha. Nein, sag mir nicht, dass du hier unvorbereitet reinsteigst. Wow, so ein Draufklinger. Stolz beiseite, nimm diese Veranstaltung nicht auf die leichte Schulter, Airesu. Gib dein Bestes, am Ende kann es nur einen Sieger geben. Der begehrte Preis ist ein schickes neues Handschuhmodul. Die Messlatte liegt also hoch, sehr hoch. Nun, ich werde die Überraschung nicht ruinieren, aber ich hoffe, du hast Frieden mit deinem Team geschlossen. Sind das Kämpfe auf Leben und Tod? Nun, worauf wartest du? Rauf mit dir, Airesu, das begeisterte Publikum wartet auf dich. Ach, bin ich in der ersten Runde direkt dran? Was für ein aufregender Wettbewerb das bisher war, Leute. Wir haben viele niederschmetternde Niederlagen und Tränen gesehen. Jetzt, Leute, darauf kommt es an. Willkommen zu einem der letzten Versuche der Spiegel-Herausforderung dieses Jahres. Alle, Applaus für Airesu. Wird Airesu derjenige sein, der mit dem äußerst nützlichen, äußerst wertvollen, sehr begehrten Scan-Modul nach Hause geht? Lasst es uns herausfinden. Airesu, stelle dich deinem Gegner. Ein Würfel? Das ist nicht irgendein Würfel. Dein Gegner ist der Reflexionswürfel. Und es scheint, dass der Reflexionswürfel damit fertig ist, seinen Gegner zu analysieren. Was? Nach gründlicher Analyse von Airesu hat der Reflexionswürfel nun einen temporären Klon erstellt. Noch stärker als das Original. Kommt, lasst uns sehen, wie sich unser Kandidat gegen sein eigenes Koromon-Team schlägt. Der Kampf steht kurz bevor. Wird es heute einen Gewinner geben? Wird dies der Moment sein, in dem der Reflexionswürfel besiegt wird? Lasst uns loslegen! Okay, das klingt doch nach einem interessanten Kampf. Okay, Blaufrosch gegen Blaufrosch. Tja. Ich meine, wir könnten Schneematsch einfach werfen. Okay, versuchen wir das einfach mal. Wolkenbruch. Okay. Ich meine, es ist der stärkere Angriff, definitiv. Genauigkeit ist gesunken. Und die Genauigkeit ist gestiegen. Sehr schön. Hey. Oh. Okay. Die kopieren also auch das. Weiter Schneematsch. Genauigkeit ist weiter gestiegen. Ich bleib beim Schneematsch. Ich denke, das ist die richtige Strategie. Einfach immer weiter den billigen und starken Angriff zu benutzen. Besonders, wenn der die ganze Zeit dafür sorgt, dass eben meine Genauigkeit eben wieder hochgeht, nachdem er meine reduziert hat. Das Problem sind natürlich die AP. Aber wir sind bei 114 Leben noch. Gut, jetzt bei 100. Na gut, jetzt verlieren wir auch noch durch das Gift gleich was. Sehr effektiv, sehr schön. Wir können einen Crit gebrauchen mal. 92 zu 55 gerade. Ich meine, sobald wir den besiegt haben und noch stehen, haben wir einen Vorteil. Bisher wird es wirklich sehr einfach. Die KI ist nicht sonderlich gut offenbar, was das angeht hier. Geht immer auf die stärkere Attacke, obwohl sie nicht effektiv ist. Und dadurch eben schwächer. Vielleicht, weil es noch den Debuff gibt. Aber den Debuff wird es unendlich geben, weil ich eben immer selbst den Buff bekomme. Oh, okay. Jetzt hat er endlich mal selbst den Schneematsch genutzt. Aber zu spät. Okay, Blaufrosch hat Blaufrosch besiegt. Level auf, sehr schön.
Oh, Habitat entwickelt sich. Sehr schön. Entwicklungsdetails anzeigen, klar. So, aufmunternde Rede. Das Kommando gibt ein Mitglied des Teams. Überlädt ihre AP um 15 Punkte. Moment. Allen Mitgliedern des Teams. Oh. Das Kromon gibt einem Mitglied des Teams eine aufmunternde Ansprache und überlädt deren AP um 15 Punkte. Oder gibt einem Mitglied des Teams eine aufmunternde Ansprache und überlädt seine AP um 15 Punkte. Da sehe ich keinen wirklichen Unterschied, ne? Ich meine, das Plus-Plus wäre ziemlich gut. Ah, Moment. Und überlädt seine und deren. Also das ist der Unterschied, aber ich weiß trotzdem nicht, was da jetzt der wirkliche Unterschied sein soll. Also, okay, entwickel dich. Vielleicht bedeutet das, dass er bei Plus sowohl für sich selbst als auch für den anderen was macht. Aber, na, Habitat hat sich weiterentwickelt. Goldschnapp. Sehr schön. Eiskaffee hat sich weiterentwickelt. Hat ein Level auf. So. Habitat! Warum siehst du so rot aus? Du bekommst erstmal eine giftige Wolke ab. Meilenstein erhalten. Das ist doch nett. Okay. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, bevor Blaufrosch K.O. geht. Und jetzt benutzen wir tatsächlich mal den Wolkenbruch. Nicht schlecht. Genauigkeit ist gesunken. Ah, hätte er verfehlt, dann hätten wir noch eine gute Chance gehabt. Können wir gerade noch wirklich... können wir noch irgendwas machen? Wir können noch den Schneematsch werfen, aber... So viel wird das nicht machen. Ja. Hätte es verfehlt, hätten wir was machen können, aber so nicht. Okay, ich würde sagen, wir schicken Yubi nach vorne. Taktischer Schlag bringt nicht so viel. Wir nehmen den Doppelhieb. Hat nicht getroffen, sehr gut. Ich denke, der schnelle Schlag hat 100% Chance normalerweise. Also die reduzierte Genauigkeit hat da was gebracht. Eiskaffee hat Level auf, sehr schön. Rettern. Das ist jetzt gefährlich. Yugi ist da definitiv der Falsche. Wir müssen zu jemandem wechseln, der Spezialangriffe macht. Und das wäre entweder Rettern oder Shiggy. Ich würde sagen, wir gehen zu Shiggy. Und werfen den Feuersturm. Feuersturm ist spezial, ne? Ja, okay. Dann los, Shiggy. Und... Nicht schlecht. Okay, das war ein Crit. Autsch. Und der Kiwano-Fels erledigt das. Gut, dass mich das nochmal an den Kiwano-Fels erinnert. Ah, verdammt. Ich hätte Blaufrosch im Spiel behalten sollen. Tobsucht. Verfällt in Rage. Erhöht Angriffswert. Nee. Tja. Autsch. Seismische Welle ist jetzt natürlich ein klein bisschen ungünstig, weil wir uns im Prinzip auf... Aua! Glück verlassen müssen. Erdbeben der Stufe 6 und der Stufe 7. Nicht das Beste. Oh, das könnte trotzdem töten. Ja. Hätte ich Blaufrosch mal vorher ausgewechselt, dann... Rettern könnte die beste Chance hier sein. Ich stelle gerade fest, Rettern wurde tatsächlich überholt von Shiggy wieder.
Bitte mach keinen Crit, wir wissen, wie viel das ausrichten kann. Oh Gott. LP, okay. Oh Gott. Oh, verdammt. Okay, nicht gut. Eiskaffee, definitiv nicht der richtige. Habitak hast du... Oh, verdammt, ich wollte nachgucken, ob wir... Okay. Ist das spezial? Ja. Und ist es effektiv? Habitak selbst hat nicht den besten Spezialwert, so überhaupt nicht, aber das könnte jetzt trotzdem das Richtige sein. Autsch. Ja, sehr gut. Durch Habitaks Entwicklung kam der auch schon mal einen Vorteil, weil Habitak dann eben stärker ist als das gegnerische Habitak, ne? Hallo Yugi, wir benutzen... Moment, das hier ist kein Spezial, ne? Ja. Wir benutzen weiter den Windstoß. Verdammt hohe physische Verteidigung. Aua. Autsch, Körperstoß, der stärkste Angriff, der Yugi zur Verfügung steht. Okay, Zeit für unseren Yugi. Und wir starten mit dem tiefen Schnitt. Autsch. Okay, da haben wir die blutende Wunde. Darum ging's. Jetzt den Doppelhieb hinterher. Autsch. Okay, erledigt. Sehr gut. Das Problem mit dem Körperstoß ist die geringe Trefferwahrscheinlichkeit. Und Eiskaffee sollte kein wirkliches Problem sein. Besonders nicht, wenn wir mit dem Körperstoß treffen, ne? Sauger, okay. Und erledigt. Wunderbar. Das wurde wesentlich knapper, als ich es gerne gehabt hätte. Aber das ist ein interessanter Kampf. Eiskaffee, Level 31. Sehr schön. Reflexionswürfe besiegt. Hat er nichts so zu sagen. Mir fällt gerade auf, das Publikum war total leer. Sie sagten, es sei unmöglich, dass diese Herausforderung verrückt sei. Aber sie haben sich geirrt. Wir haben einen Gewinner. Meine Damen und Herren, gebt mir alles, was ihr an Applaus habt, für Airesu. Das ist mein Kind, mein Kind. Oh, ich bin die stolzeste Mutter aller Zeiten. Airesu, komm nur her. Airesu bewies hier, dass Stärke allein nicht alles ist. Strategie triumphiert. Ich meine, ja, es ist... Wir haben genau die gleiche Stärke dort und mit Blaufrosch hat sich der Würfel vollkommen daneben genommen. Dafür belohnt Luxol ist dich stolz mit dem Scan-Modul. Yay. Was macht das? Arezo ist einer der wenigen Glücklichen. Kein Suchen mehr in schmutzigen Mülleimern, nur um herauszufinden, dass sie leer sind. Das Aufblitzen des Scan-Moduls wird sofort alle versteckten Items aufdecken. Gehe verantwortungsbewusst damit um, Arezo, denn nicht viele erhalten diese Gelegenheit. Okay, das ist ein Item-Finder. Okay. So Leute, das schließt es für dieses Jahr ab. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt in Form und wir holen euch im nächsten Jahr wieder ab. Och, mein Kleiner, mein Airesu, du hast es wirklich geschafft. Ich bin so unfassbar stolz auf dich. Ach, was machst du hier? Als ich hörte, dass Luxolis eine Veranstaltung plant und dass sie für die Öffentlichkeit zugänglich ist, habe ich... Wir... Tut mir leid, ein so berührendes Wiedersehen zu unterbrechen. Oh nein, danke, danke. Das muss die Mutter von Airesu sein. Ich bin Rige, der Vorgesetzte von Airesu. Du darfst sehr stolz sein. In seiner kurzen Zeit bei uns hat Airesu sich richtig ins Zeug gelegt. Ist das wahr? Seit Airesu klein war, wollte er Teil von Luxolis sein. Warum haben die so oft den Namen drin? Die haben doch nach dem Pronomen am Anfang gefragt, ne? Das hätte man hier gut einfügen können. Und zu hören, dass Airesu hier so gut geht. Du weißt nicht, wie viel Freude mir das bereitet. Vielleicht kann ich dir, wenn weniger los ist, eine Tour im Campus anbieten. So wie es derzeit aussieht, sind die Dinge jedoch ein wenig... Nee, ich verstehe. Airesu ist derzeit sehr beschäftigt. Bin nur froh, einen Moment mit dir gehabt zu haben. Ja, darf ich bitte wieder arbeiten? Dexter, wir müssen bald einen Zug erwischen.
Verabschiede dich von Airiso. Warum machen alle so viel Aufhebens darum, dass du einen Würfel schlägst? Sogar ich könnte das. Dann, wir sehen uns. Ich liebe dich, Airiso. Ich hoffe, du besuchst uns, wenn du einen freien Moment hast. Nein. Nein. Geht weg. Airiso, lass uns lass uns im Hochsicherheitsbereich wieder zusammenkommen. Okay, gerne. Das ist nicht wieder zusammenkommen, das ist in den Hochsicherheitsbereich zusammengehen. Okay. Airiso, ich habe gute Nachricht zu verkünden. Wir glauben, dass wir uns Thomas nähern. Deshalb... Oh, der Entführte, ja genau, den gibt's. Deshalb wollte ich dir ein gewisses Etwas mitgeben, das deine Reise beschleunigen sollte. Noch ein Modul? Ich habe gerade erst ein neues bekommen. Es ist hier... Gib mir nur einen Moment... Hey, ist dies das Lumon, welches ich gefangen habe? Airiso, halt dich fern. Weißt du nicht mehr, wozu es fähig ist? Ich hab's ziemlich gut geschlagen, ne? Aber gut, mein Team ist gerade ein bisschen kaputt. Dieses Lumon ist gefährlich. Wenn etwas in seine Reichweite kommt, will es das sofort wie besessen formen, bis Karminit rauskommt. Okay. Die Taskforce sucht nach einer Lösung, mit der wir ohne Gefahr näher an dieser Kreatur bleiben können. Aber bis wir es geschafft haben, konzentriere dich bitte auf deine eigene Mission. In Sicherheit, nicht in diesem Raum. Also, da bist du ja. Natürlich wolltest du dir Lumon ansehen, schließlich hast du es gefangen. Genau, ist meins. Gib's her. Es ist aufregend, wenn plötzlich ein neuer Koromon-Typ aufkreuzt. Aber schaut man sich die Nachwirkungen in Vostins Wüste an, wird einem die Kehrseite klar. Wir wissen nichts über die Gefahren, die dieser Typ für das Ökosystem verursachen kann. Könnte er für die Katastrophen verantwortlich sein, die in Velour ausbrechen? Ist das der Grund, warum die Vubonianer es auf die Titanen angesehen haben? Das Sammeln der Titanessenzen, den Zweck verstehen. Ich habe das Gefühl, es könnte noch wichtiger sein als erwartet. Apropos deiner Mission, ich habe da etwas, das deine Reise beschleunigen sollte. Endlich gefunden, ja? Das ist mein ganz eigenes Luxboard aus meiner Jugend. Dieses Ding hat mir damals gute Dienste geleistet, aber jetzt glaube ich, dass es an der Zeit ist, es weiterzugeben. Wie unangemessen ist es, ihn zu fragen, ob er im Rollstuhl sitzt, weil er das Luxboard so oft benutzt hat. Durchquere Gewässer mit Bravour. Okay. Ach, ein Surfbrett. Ich dachte, das wäre ein Skateboard als Ersatz für ein Fahrrad. Aber okay. Dies sollte dir helfen, die optimale Route zu zum Batavi-Gewürge zu finden. Ja. Wo nicht einer, sondern zwei Titanisensen gefunden wurden. Ja, okay. Wohin soll ich das zuerst bringen? Du solltest zuerst zur Feueressenz gehen. Sie befindet sich tief im Vulkan von Vlamma, im Westen von Batavi-Gebirge. Okay. Der schnellste Weg dorthin führt über das Surfen in den Gewässern westlich von Darudek, einer vielbefahrenen Grotte. Ja, okay. Ich mach mich auf. Viel Glück, Airiso. Leuchte immer hell da draußen. Gut, tschüss. Ja. Nein, Hilfe, ich will raus. Gut, Moment. Ich soll in die Nähe von Darudek, ne? Dann kann ich einfach nach Darudek. Zack. Ich meine, es gibt noch andere Orte, wo ich jetzt mit dem Surfbrett hin könnte. Mir ist gerade was eingefallen. Die wollen Geld dafür, dass ich heile. Dieses System unterstütze ich nicht. So, einmal heilen bitte. Meine Koromon haben sich selbst verprügelt. So, und jetzt. Moment, wenn ich auf dem Weg zum Feuer bin, ist es dann wirklich das Beste, wenn ich jetzt hier in meinem Team einen Eiskäfer drin habe? Wahrscheinlich nicht, ist mir aber auch egal. So, okay. Also ich weiß, dass ich in den Sümpfen zum Teil mit dem Surfbrett umherfahren kann. Was haben wir da? Wollen wir uns das angucken? Vielleicht. Der Titan kann warten, ne? Aber wie dringend kann das mit der Weltenrettung sein? Wir hatten Zeit, noch einen mit einem Würfel zu spielen, also... So, irgendwo hier hinten ist Wasser. Es ist eine Weile her, dass ich hier hinten war.
ganzen Kleintrainer nochmal verprügeln, denen das Geld abziehen. Ja. Ach komm, das wäre gemein. Okay, hier haben wir Wasser. Okay, aber kann ich jetzt auch auf das Wasser rauf? Okay, ich denke, das Board wird hochgehoben hier. Ne, Moment, das ist... Achso, nein, ich habe den Scanner hier gerade aktiviert damit. Okay. Gut, dann gehen wir mal... Muss ich auf Items gehen und dann... durchquere Gewässer mit... Okay, nee, das hier... Ich nehme an, man wird es am richtigen Eingang zum Wasser dann haben. Dass einem direkt das angezeigt wird. Okay, wir können hier offenbar nicht schwimmen. Schade. Gut. Tja, dann, werden wir wohl doch wieder nach Darudik gehen müssen. Wir könnten auch hier im Matschsumpf umher schwimmen, aber... Moment, was wir auch machen können? Nicht verfügbar, okay. Aber wir können zur Donaueninsel. Und dort könnten wir rumschwimmen. Meint ihr, wir finden irgendwas Schönes im Wasser? Ernsthaft, hier darf man auch... Man darf wirklich nur da das Surfbrett... Oh, das hier habe ich nicht ausprobiert. Sehr schön, eine Kuko-Frucht. Eine Sur-Frucht, sehr schön. Man scheint das Surfbrett wirklich nur an den ganz genau dafür ausgelegten Stellen benutzen zu können. Also an den dafür ausgelegten Gewässern. Das ist doch doof. Das ist dann wirklich nur ein künstlicher Begrenzer, wie man weiterkommen kann. Aber okay, vielleicht irre ich mich. Vielleicht haben wir das noch für ein paar Rätsel und so. Also, aber bisher... Bisher ist es nur ein Toll. Okay. Gut, ich würde sagen, wir beenden hier mal die Folge. Das heißt, wir speichern. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.